Willkommen zum Tagebuch vom Sonntag, den 3. November. Und ja, es ging ab. Diesen Sonntag. Vielleicht gleich zum Wichtigsten. Ich bin zocken gegangen mit Schlumpf, Rocco war wieder da, Lux, Bulli war nicht da, der war am Weinfest, Moppel war da und Chris war da und Wolle war da. Und Wolli hat dann irgendwie so angefangen, so einen verschwörungstheoretischen Müll zu verbreiten. Und dann hat er mir noch Unterstellungen verbreitet. Ja, und dann habe ich ihn zwei, dreimal A-Loch genannt. Ja, und dann, ja, da hat es mir gereicht und mit Wolli, glaube ich. Ich werde mit ihm nicht mehr Freund. Und Rocco hat es dann auch übertrieben. Den habe ich sogar aus der WhatsApp-Gruppe rausgehauen. Und er hat mich dann von PlayStation gelöscht und meine Nummer entweder blockiert oder gelöscht. Ach. Ja. Und ja, das war gestern ein Tag, wo ich wirklich zwei Menschen, den einen habe ich beleidigt. Und den anderen habe ich rausgeschmissen aus der Gruppe. Ja, aber sonst war es ein guter Tag. Am Abend habe ich noch Tatort geschaut. Da ging es ums Rheingold. Über die Oper von Wagner hieß er. Ja, und am Abend. Dann ganz am Abend habe ich noch Schwurbelspaces gehört. Und nach den Schwurbelspaces beim Einschlafen habe ich meine Ohrstöpsel reingetan, weil eine Mücke mich die ganze Zeit genervt hat. Und vor dem ganzen Spieldilemma bin ich noch draußen am Sitzen gewesen. Und habe Paul Austers Statt aus Glas noch ein bisschen gehört. Und es wird immer kurioser. Komme mit diesem Postmodernismus nicht klar. Bisschen Kopfschmerzen hatte ich auch wieder. Ich glaube, ich muss wieder meine Magnesium-Tabletten nehmen, dass ich da ein bisschen mehr habe. Ein bisschen mehr Reserven. Ja, insgesamt 4 von 10 Punkten in der Bewertung für den Sonntag, den 3. September.